Wir widmen uns nicht den Tomaten im Folientunnel, sondern erstmal mit den Bohnen und den Zucchinis. Die Bohnen setzen wir üblich in den Kasten mit dem Spalier, wo sie hoch empor wachsen können. Natürlich gießen nicht vergessen beim Pflanzen, damit der Stress auch reduziert wird. Außerdem war es am Tag ziemlich heiß und die Pflanzen hatten es auch ziemlich nötig gehabt. Im Hochbeet nebenan habe ich einen überwinterten Knoblauch rausgenommen. Die einzelnen Zöllen können wie Frühlingszwiebeln genutzt werden. Im Anschluss etwas Erde aufgefüllt und eine Zucchini und Bohnen reingepflanzt. Auch möchte ich Zucchini im Kübel anbauen und da wurde es dann sehr anstrengend. Der Kübel stand mir nämlich viel zu schattig und daher durfte ich in ein etwas sonnigeres Plätzchen ziehen. Wer einen eigenen Garten hat, der braucht wirklich kein Fitnessstudio. Im Freiland setze ich selbstverständlich auch Zucchinis, allerdings sind da hier viel mehr Schnecken unterwegs. Von daher habe ich hier Tagetes als Ablenkungspflanze gesetzt und erstaunlicherweise durfte ich feststellen, dass selbst die Schnecken in dem Jahr mir überhaupt gar keine Probleme machen. Ich habe vielleicht nur ein, zwei Pflanzen, die etwas angeknabbert sind. Süßkartoffeln dürfen natürlich dieses Jahr auch nicht fehlen. Natürlich wieder in einem Kübel, da es etwas wärmer ist und wenn es mal vorzeitig frostet, dann kann ich sie immer schön in Sicherheit bringen. Dann nochmal an der Terrasse Salat abernten, damit auch hier wieder Platz geschaffen wird für Bohnen und Zucchini. In den kommenden Tagen hat der Wetterbericht auch vorher gesagt, dass es regnen soll, was es auch tat. Von daher einmal kräftig den Tunnel nochmal durchgießen, damit die Tomaten für einige Wochen genug Wasser haben, dass ich sie auch hier in Ruhe lassen kann und dass sie hier tiefe Wurzeln entlang des Wassers, was nach unten gesickert ist, bilden können. In der Kompostecke, die soll natürlich auch effektiv genutzt werden und das ist der beste Ort, um Kürbisse zu pflanzen. Bei so viel Power und Wärme wie auf einem Komposthaufen wuchern euch die Kürbisse noch und nöcher herum und ihr könnt euch wirklich auf eine sehr ertragsreiche Ernte freuen. Vor allem mit der mehr als 850 Jahre alten Kürbissorte, die ich jedes Jahr jetzt schon anbaue. An der Terrasse werden dann noch im Kasten die Gurken gesetzt. Hier warte ich noch im Freiland etwas, bis es etwas wärmer für die Pflanzen wird und die jetzigen Setzlinge auch größer. Und das war's dann auch so ziemlich mit der ersten Pflanzung im Freiland. Die Erdbeeren blühen, der Knoblauch wächst und meine Kunden freuen sich auf die ersten Ernten. Einfach schön im Garten zu arbeiten.